Ja, Herr Kummendit, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind und unterstützen wollen. Sie wurden 1945 in Frankreich geboren, als Sohn deutscher Eltern, die aber aufgrund ihres jüdischen Glaubens und ihrer politischen Einstellung Deutschland schon 1933 verlassen haben. Und seit sagen wir ihrer jüdischen Identität. Ja. Mit dem Glauben war das meinem Vater nicht weit her. Ja, ja, das ist nicht das Gleiche. Ja. Und Sie sind seitdem, ja, wandeln Sie zwischen den Welten hin und her. Sie waren zuerst in Frankreich in der Schule, dann in Deutschland, haben an der sogenannten Odenwaldschule. Ja, nicht sogenannte, die hieß so. Ja, aber die ist sogenannte Gute, das können Sie dazu sagen. Aber Odenwaldschule hieß sie. Durch den Skandal in den letzten Jahren ist sie. Ist sogenannte Reformschule. Dort haben Sie Abitur gemacht. Und dann sind Sie nach Frankreich gegangen, haben dort Soziologie studiert. Begonnen in Paris. Studiert ist ein großes Wort, weil ich war eingeschrieben. Sie waren eingeschrieben und haben sich beteiligt dann als Wortführer an den Unruhen im Mai 68 in Paris. Richtig. Haben Rudi Dutschke kennengelernt, kurz davor. Mhm. Sie haben sich in Frankreich dann so sehr engagiert, dass die französische Regierung Sie ausgewiesen hat. Richtig. Und sind dann nach Frankfurt gekommen und haben sich hier engagiert in der Spronti-Szene. Sie waren Herausgeber des Pflasterstrand, haben mit Joschka Fischer von Anfang an hier auch in der grünen alternativen Bewegung, grün hieß sie noch nicht von Anfang an, aber sie haben sich dann ab 1984 auch als Mitglied bei den Grünen engagiert, waren in Frankfurt ehrenamtliches Magistratsmitglied als Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten. Mhm. Volker Hauff sind das auch länger geblieben und 1994 sind Sie dann ins Europäische Parlament reingezogen und wenn ich das richtig verfolgt habe, mal für die deutschen Grünen, mal für die französischen Grünen. Jeweils 5 Jahre abwechselnd. Ja, aber auch nicht immer, weil das eine bewusste Strategie war, sondern doch, manchmal doch, auch. War immer bewusst. Wie war das mit Ihrem Einsatz für den Kosovo? Oder ja, aber das war ja vorher, das war ja die Schwierigkeit, dass ich überhaupt 94 auf die Liste in Deutschland kam. Also 94 kam ich mit Ach und Krach und durch praktisch massive Drohung von Fischer kam ich noch auf die Liste, Platz 8 und wurde 99 wurde ich Spitzenkandidat in Frankreich. 2004 wurde ich einer der beiden Spitzenkandidaten in Deutschland und 2009 wieder Spitzenkandidat in Frankreich. Und 2014 gar nichts mehr. Da wollen Sie aufhören. Ja. Sie waren dann 20 Jahre. 12 Jahre ich war lang, 20 Jahre. Aber fast 12 Jahre Fraktionsvorsitzender oder Co-Fraktionsvorsitzender. Ja, ja, Fraktionsvorsitzender. Ja. Lange Zeit. Und als Fraktionsvorsitzender haben Sie selber natürlich auch Führungsaufgaben? Ja, ich bin auch Personalchef. Dieser Allianz aus dem. Ich bin Personal. Wir haben ja eine Fraktion, also jetzt die jetzige Fraktion besteht aus 56 Abgeordneten in Verbindung auch mit den Regionalisten und wir haben 120 Mitarbeiter, Referenten und so weiter und ich bin Personalchef für diese 120 Mitarbeiter. Nicht berechnet sind die persönlichen Assistenten der Abgeordneten, die sind direkt unterworfen den jeweiligen Abgeordneten. Aber ich bin der Personalchef für die 120. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, ob wir überhaupt Führung brauchen. Und bei Ihnen könnte ich jetzt vielleicht schön anfangen, als Sie 1968 als ganz junger Mensch in Frankreich auf die Straße gingen und dann sich in Deutschland hier in Frankfurt engagiert haben. Hätten Sie gedacht, dass Sie einmal so ein Amt ausführen werden? Dass Sie mal Personalchef für ein, sag ich mal, mittelgroßes Unternehmen mit 150 Mitarbeitern werden? Sicherlich nicht. Aber ja, ich wollte, also das ist ja auch mit dem sich in die Zukunft so projizieren, ist das so eine Sache. 66, als ich Abitur gemacht habe, wollte ich anfangen, Mathematik zu studieren, um dann Soziologie, um dann Bildungsforscher zu werden. Mhm. Ja, also da hatte ich auch gedacht, ich werde Bildungsforscher und dann. Nach 68 habe ich überhaupt nicht gedacht, was ich werden wollte. Ich war ja auf eine Wolke und auf eine Wolke ist man alles und nichts. Ja. Und sagen wir, dann die Entwicklung meines Lebens, ich war
Dann war ich Herausgeber einer Zeitung, da war ich auch Chef. Also es hat sich so einfach entwickelt, wie das Leben so ist. Und Ihre persönliche Führung, Ihr Führungsstil, wie Sie mit anderen Menschen umgehen, die formal Ihnen zugeordnet sind, hat sich das auch geändert? Also es ist, sagen wir, das ist gut, das ist wahrscheinlich bei mir ein bisschen speziell. Also als ich sage immer, ich war 68 Sprachrohr, ich war auch einer der Sprachrohre der Sponti-Bewegung. Ich glaube, also am besten könnte man das beschreiben. Es gibt ein Buch von, und jetzt kommt Alzheimer, ich vergesse immer den Namen jetzt, die Gesellschaften ohne Staat. Das ist eine Untersuchung eines Ethnologen. Verdammt nochmal, es kommt, aber ist egal. Der beschreibt Gesellschaften, die im Grunde genommen Menschen Führungspositionen zuordnen, die eine bestimmte Sachen können. Also zum Jagen ist der beste Jäger, zum Organisieren des Dorfes ist die Zuständige oder fürs Kochen ist es eine Frau und so weiter. Und ich glaube, wenn Sie dann so die Bewegung, in der ich war am Anfang, als Stamm verstehen, war ich derjenige, der am besten im Grunde genommen bestimmte Gefühle und politische Positionen artikulieren konnte. Und ich habe im Grunde genommen das ausgesprochen, was viele gedacht haben. Ich habe es nur ein Hundertstel Sekunden, bevor Sie es ausgesprochen haben, artikuliert. Und meine Führungsqualitäten sind die Anerkennung dieser Fähigkeit. Und deswegen gibt es dann eine natürliche Führungsakzeptanz, ja, durch diese Fähigkeit. Äußert sich diese Fähigkeit, etwas zu sagen, wofür man steht, etwas schneller oder etwas lauter oder etwas überzeugter als das andere vielleicht tun, äußert sich das auch in Ihren anderen Führungsrollen? Also hat sich das beim Pflasterstrand auch irgendwie bemerkt? Ja, das war ein Pflasterstrand, war das, ich würde sagen, auch anerkannt war, die Ideen, die ich eingebracht habe, wie man, was man machen kann und so weiter. Und deswegen war... Das sind im klassischen Sinn, würde man sagen, natürliche Autoritäten. Ja, und eine natürliche Autorität hat zugegebenerweise leichter. Der muss nicht autoritär sein, weil er Autorität hat durch das, was er verkörpert oder wie er agiert. Was ist mit Menschen, die das nicht haben? Also glauben Sie, dass man so etwas lernen kann? Oder? Nee, glaube ich nicht. Also man kann aber ich glaube, das, was man lernen kann daraus ist, wenn man Autoritäten haben will, nützt es nicht einfach autoritär zu sein. Ja, weil im Grunde genommen ist eine Autoritätsperson, es kann eine Lehrerin oder ein Lehrer sein, ja, ist Autorität, wenn sie in ihrer Funktion als Lehrerin von den Schülern akzeptiert wird, angenommen wird oder Schülerinnen, ja, dann ist diese Lehrerin, diese Lehrer hat eine Autorität. Wenn sie nur pocht auf Regeln, das heißt nicht, dass es keine Regeln gibt, wenn er nur pocht auf Regeln, aber ansonsten einfach es nicht läuft zwischen dem Lehrer oder der Lehrerin und den Schülern, dann funktioniert die Autorität nicht. Und ich glaube, das ist eine der Wege, das gilt dann für alle gesellschaftlichen Bereiche. Ein Chef, wie auch immer, auf Abteilungsebene, kann nur akzeptiert werden, wenn er im Grunde genommen in seiner Fähigkeit irgendwo so überzeugend ist, dass etwas von natürlicher Autorität einfach sich durchsetzt. Kommen wir nochmal zu Ihren Rollen im Europäischen Parlament. Auf der einen Seite sind Sie Fraktionsvorsitzender von der mittelgroßen Gruppe von Abgeordneten, die ja nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, in Europa genauso wie im Bundestag oder im Landtag. Auf der anderen Seite haben Sie gerade gesagt, führen Sie formal auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Büros. Unterscheidet sich da Ihre Rolle? Naja, also in der Fraktion ist meine Rolle, es gelingt, oder also wir sind zwei mit der
Rebecca Harms, die jetzt die Co-Vorsitzende ist, ist unsere Rolle, wenn es Auseinandersetzungen gibt, und die gibt es, erstmal rauszukriegen, wo das Gemeinsame und die Differenzen sind, und dann zu versuchen, nicht zu vermitteln, aber gemeinsame Standpunkte, konvergierende Standpunkte im Grunde genommen zu herauszuarbeiten, wo, und dann entscheiden die Abgeordnete, wie sie wollen. Und ein Fraktionsvorsitzender, sagen wir, was sagen wir, die Abgeordneten erwarten. Natürlich erwarten sie, dass in einem bestimmten Moment durch eine Intervention im Parlament die Fraktion davon profitiert. Ja, das sind bestimmte Reden und so weiter, die dann auch natürlich ausstrahlen auf die Fraktion, oder die Fraktion dann das Gefühl hat, ja, wir durch die Fraktionsvorsitzenden, wir haben es denen klar gesagt. Ja. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist die eben die Fähigkeit, Dinge zusammenzuhalten. Das ist, glaube ich, wird verlangt von Fraktionsvorsitzenden. Mit den Mitarbeitern, das ist schwierig. Da gibt es zwei Ebenen. Es gibt die Anerkennung ihrer Arbeit und ihrer Fähigkeit. Das sind die überwiegenden Mitarbeiter bei uns, sind inhaltlich sind, sagen wir, inhaltliche Mitarbeiter. Sie arbeiten in Ausschüssen, bereiten Dinge vor für die Abgeordneten. Dass man das Gefühl der Anerkennung, das Schwierige ist, dass leider können wir die Entlohnung der Mitarbeiter nicht nach organisieren, wie wir wollen. Wir hängen von der Struktur des Parlaments und der Organisation. Und das ist unheimlich hierarchisch. Wir haben eine absolute, wahnwitzige Gehaltspyramide im Parlament. Und wir wollten einfach vom Parlament, also uns, also jeder Fraktion steht eine bestimmte Summe zu, aufgrund der Anzahl der Abgeordneten und so weiter. Und wir haben gesagt, geben Sie uns die Summe, und wir organisieren dann die Stufen. Es ist nicht erlaubt. Also vor allem die, die sich absolut dagegen wehren, sind die Gewerkschaften. Weil wir haben, und das, seitdem ich zuständig ist fürs Personal, habe ich durchgesetzt, dass wir, also jedes Jahr gibt es ja Beförderungsmöglichkeiten, und wir haben ja beschlossen, wir befördern nur von unten. So dass wir die Pyramide Bätschen, wenn man will, ja. Es ist, und soweit immer, wie wir Beförderungen haben, haben wir immer von unten. Man kann ja, muss ja alle 2 Jahre kann man nur befördern. Das ist also ein langer Mechanismus. Das wurde sehr akzeptiert von den Mitarbeitern. Das Schwierige dann durchzusetzen ist zum Beispiel, wenn man jemand Neues anstellt. Dann gibt es Einstellungen, die man will, die, wo bestimmte, sagen wir, die haben, also die, die sich bewerben, haben eine bestimmte Qualifikation. Und die wollen nicht ganz unten anfangen. Die, die aber länger da sind, die weiter unten sind, sagen, es ist ungerecht. Und hier eine Balance zu finden, das ist, sagen wir, das, ja, da nützt die natürliche Autorität nichts. Ja, da gibt es die Wünsche der Mitarbeiter, da muss man manchmal einfach sagen, irgendwann nach langen Verhandlungen auch mit den Personalvertretern der Mitarbeiter muss man sagen, so, jetzt ist es so und nicht anders. Das ist so ein bisschen schwieriger. Das kenne ich von auch nie, natürlich ähnlich. Ne? Man ist ja auch eingezwängt in dieses Stellenkorsett, das irgendwie nicht. Was tun Sie denn mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt zum Beispiel in Ihrem eigenen Büro Wertschätzung gegenüber zu bringen, außerhalb von Gehalt? Also in meinen, also ich habe jetzt 3 Assistenten, also persönliche Assistentinnen. Im Grunde genommen, dass die Wertschätzung, die ich habe, sie sind völlig frei. Eigentlich organisieren sie sich und ihre Arbeit, und zum Beispiel haben wir, machen sie alles selber. Ja, sie haben untereinander, die eine ist Deutsche, die andere ist Belgisch-Italienerin und die dritte ist Französin, und die teilen sich die Arbeit auf, auch mit der Arbeitszeit. Ich finde, die sollen auch über die Grenzen der, sagen wir, wie viel Urlaub sie haben, das müssen sie untereinander so organisieren. Es gibt zwar so Wochen, wo das Parlament zu ist, ansonsten muss gewährleistet sein, dass immer das Büro besetzt ist. Also
Das ist eigentlich meine Wertschätzung. Ich vertraue ihnen, dass sie selber machen. Also Vertrauen und Autonomie geben, Handlungsfreiheit geben. Überfordert das die Leute nicht manchmal auch? Weil ich vermute, bei Ihnen ist es so ähnlich wie an der Uni aus. Es ist immer genug Arbeit da. Es ist immer fast zu viel da. Also ich glaube nicht, dass es die überfordert. Mhm. Es ist, also es überfordert sie nicht mehr wie mich. Mhm. Ja, ich bin auch frei, ja. Und ich muss auch immer entscheiden, was ich mache oder nicht mache. Und ich glaube, die haben eine hohe Qualifikation, sie haben eine hohe Identifikation, das ist so, also in dem Fall auch mit mir und mit dem, was ich tue, sind auch manchmal kritisch, aber ich gebe auch so Sachen, wenn ich was zu schreiben habe, dann gebe ich 10 Stichworte und dann machen sie das. Ja, also es ist, Ich glaube, dieser Gedanke, der dahinter, dass Mitarbeiter, natürlich brauchen Mitarbeiter einen Rahmen. Manchmal diskutieren wir, wenn was schief gelaufen ist oder nicht, das will ich nicht leugnen, aber der Raum, ein Raum, wo man seine Fähigkeit entwickeln kann, ist viel größer, als man glaubt. Und dieses Überforderung kommt immer eigentlich einher, weil man den Mitarbeitern weniger zutraut. Also ist eher dieses Überforderungsargument ist eher von dem Chef oder Arbeitgeber als von den Mitarbeitern. Ansonsten sagen sie auch, das kann ich nicht, das will ich nicht oder ich habe keine Zeit. Das ist ja auch in Ordnung. Woher kommt die starke? Und ich muss ehrlich sagen, ja, also ich habe jetzt, wie lange? Ich bin jetzt 18 Jahre im Parlament und keiner wollte gehen, ja, oder ich bemühe mich, weil ich weiß, ich höre dann irgendwann auf und ich finde, so Assistenten, persönliche Assistenten, ist so eine Sklavenbeziehung, ja, weil sie haben keine Rechte, wir haben das durchgesetzt im Parlament, die haben Rechte, aber sie hängen von ihrem Abgeordneten ab und wenn der Abgeordnete nicht mehr da ist, sind sie weg, ja, und deswegen, dann bearbeite ich sie, dass sie entweder als Mitarbeiter der Fraktion oder so, oder also dass ich helfe ihnen, dass sie in eine Stelle kommen. Und das, also das ist die Erfahrung, viele haben dann immer, es ist auch richtig mit Tränen, wir wollen aber nicht, aber sehen ein, dass es auch besser ist. Ja? Und so. Woher kommt die Identifikation mit dem Team oder der kleinen Gruppe? Ich meine, eine Sache ist ja, dass die Personen sich mit Ihnen als Person identifizieren, aber tun Sie irgendwas, dass die auch sich als Team verstehen? Gemeinsame Ausflüge feiern. Ja, also wir gehen regelmäßig bis zweimal im Monat, manchmal alle, manchmal nur ein Teil, zusammen essen. Ja, wir haben und wir reden über alles. Zum Beispiel ist es, was das die, also das ist ja ein kleines Team, aber dieses kleine Team am besten zusammenhält, dass wir alle gern klatschen. Also wir wissen über alle Beziehungen in der Fraktion. Ja? Und Sie können sich vorstellen, 120 plus 56 Abgeordnete, das heißt bis mindestens 2 Assistenten, also es sind eine kleine Welt von 300 Leuten. Können Sie sich also vorstellen, da passiert viel. Ja? So, und das hält uns zusammen. Ja? Einfach, also es ist ein Spaß zusammen haben, auch eine Sicht der Welt und erzählen uns, die einen waren da in Ferien oder da, reden über Beziehungen, über Schwierigkeiten. Also es ist eine, ja, sehr offenes Klima und das gefällt allen, uns allen, ja. Wenn Sie neue Leute einstellen jetzt als Sachbearbeiter oder Referenten, müssen die im Grunde entweder Mitglied der Grünen sein oder Nein. im Einstellungsgespräch klären Sie ab, ob der Also das, der das kommt drauf an, als persönlicher Assistent, das macht der Abgeordneten. Ich habe eine Assistentin, als ich angefangen habe, habe ich eine Assistentin gehabt und nachdem wir zusammen waren, hat sehr gut an, hat sie übernommen und die anderen hat sie eingestellt. Also ich habe ihr das delegiert, weil sie muss mit den anderen zusammenarbeiten, sie weiß, welche Anforderungen ich habe und das ist so. Und wir haben auch sehr oft jetzt junge Menschen gehabt, die bei uns irgendwelche
zeitweise gearbeitet haben und so weiter, die Zeit waren. Und das haben sie selber immer ausgesucht. Ja. In der Fraktion ist es so, die Stellen werden ausgeschrieben und die zuständigen Abgeordneten für die Stelle, also in welchem Ausschuss diese Stelle zugeordnet wird, die entscheiden. Also das entscheide ich als Personalchef nicht, sondern die zuständigen Abgeordneten, die Stellen werden ausgeschrieben, es melden sich auf eine Stelle zwischen 300 und 2000 Leute, also völlig aberwitzig, dann wird in einem Verfahren, es gibt die Fraktion hat zwei Generalsekretäre, die für die Verwaltung da sind, in diesem Verfahren wird mit den Abgeordneten werden zwischen 5 und 8 ausgesucht, die dann zu Gesprächen eingeladen werden. Es gibt auch einen schriftlichen Teil, weil sie in mindestens zwei Sprachen arbeiten müssen. Dann findet ein Gespräch statt und dann die zuständigen Abgeordneten entscheiden. Und wie groß würden Sie sagen, ist der Anteil an gemeinsamen Überzeugungen oder der Vorstellung? Also es geht durch die Inhalte. Es geht durch die Inhalte. Die Ausschüsse, wenn Sie im Umweltausschuss oder im Agrarausschuss, dann gibt es Gespräche über die Einschätzung der europäischen Agrarpolitik oder der europäischen Umweltpolitik. Aber die meisten Leute sind bei uns eine unglaubliche Qualifikation. Also es ist immer, ich bin völlig erstaunt, ja, welche Qualifikationen so junge oder weniger junge Menschen haben. Und deswegen ist es nicht, man muss nicht Mitglied der Grünen, aber man muss, sagen wir, der Ansatz der Grünen zur ökologischen Transformation oder wenn man im Innenausschuss die Frage der Demokratie, Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie, das ist etwas, was gefordert wird, inhaltlich. Also es muss passen. Es ist ja auch so eine politische Stelle, das heißt, Sie können auch ohne Gründe entlassen. Haben Sie das persönlich schon mal gemacht bei einem über 18 Jahren? Also das Problem ist, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, ist auch menschlich schwierig und wir haben in der Fraktion ein großes Problem. Es gibt Leute, also ich bin 20 Jahre da, die Fraktion besteht seit 30 Jahren, glaube ich. 94, 89, ich glaube 84 zum ersten Mal, es ist die grüne Fraktion im Europaparlament gewesen. Und es gibt Leute, die sehr lange da sind. Und was ich mir vorgenommen habe, bestimmte Mitarbeiter ja in Frührente. Es gibt eine sehr großzügige Frühverrentung, weil ich finde, wenn du 30 Jahre im Europaparlament bist, ja, ist es, also ihnen macht es keinen Spaß machen und die machen manchmal auch keinen Spaß mehr. Ja. Das ist also und das ist aber schwierig, das ist eine sehr schwierige Sache. Sie haben viele interessante Menschen kennengelernt oder mit interessanten Menschen lange auch zusammengearbeitet. Rudi Dutschke habe ich angesprochen, Joschka Fischer. Von den beiden vielleicht oder von anderen Menschen. Wer hat Sie beeindruckt in seiner oder ihrer Führungsqualität oder in der Art, Menschen zu führen? Also ich glaube, die sind also alle sehr, also Rudi als Führungsqualität weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ja. Joschka ist ein sehr fordernder, sagen wir, Chef, der aber sehr autoritär ist. Also einerseits ist er eine natürliche Autorität, einerseits er hat klare Vorstellungen und daraus resultiert sehr oft eine Ungerechtigkeit. Und er hat kein Problem, Leute, mit denen er lange zusammengearbeitet hat und irgendwann hat das Gefühl, es klappt nicht mehr, die werden einfach beiseite geschoben. Ja. Also, was mich auch sehr gewundert hat, weil ich habe viele grüne Abgeordnete kennengelernt, es gibt eine ganze Menge von grünen Abgeordneten, die in ihrer politischen Einstellung so sehr, sehr sozial fordernd sind,
als Chef sehr asozial sind. Das heißt, sie entlassen Stellen. Und zwar, was ich gemerkt habe, je unsicherer jemand ist, desto unangenehmer bis entsetzlich ist er als Chef. Ja, da werden alle Schwierigkeiten werden abgewälzt auf die Mitarbeiter oder die Untergeordneten. Und es kann ganz grauenhafte Formen haben. Also dann liebe ich einen Kapitalist, der ganz klare Regeln hat, ja, und den kann man festnageln an den Regeln. Aber da wird eben diese Mitarbeit in einer grünen Fraktion, ja, wir sind doch alle grün, wir sind also gut. Das ist per Definition, wir sind die Vertretung der Gutmenschen. Und wenn es zwischen uns nicht funktioniert, ist, weil du schlecht bist. Denn ich bin per Definition gut. Ja, und das ist, also ich bin da, also ich habe dann sehr lange, wir haben dann eingesetzt, es gab dann eine Assistentenvertretung, die haben dann so eine Kodex aufgearbeitet. Ich habe viel mit ihnen gearbeitet. Die haben Sachen reingebracht, da habe ich gefragt, ja okay, aber braucht man das so? Da sagen sie zu mir, Dani, du kannst dir nicht vorstellen, was hier manchmal läuft. Ja? Und das ist so sehr ernüchternd. Also, dass wie doch Menschen, die sich progressiv und offen und sie vertreten die Armen dieser Welt und die Entrechteten dieser Welt und wie sie sich dann real verhalten. Manchmal, mir ist das auch aufgefallen, zum Beispiel in Gewerkschaften oder in sozialkaritativen Verbänden, dass oft dort auch die Bezahlung besonders schlecht ist oder die Verträge nicht so gut sind. Fällt uns das dann nur besonders auf? Oder ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, weil man sozusagen das Gutmensch schon gepachtet hat und sich dann glaubt, mehr erlauben zu können? Ich weiß nicht, ob es uns besonders ist. Ja, es fällt auf. Ja, es sind so Dinge. Wenn Sie zwei Seiten von Seehofer in der Bunte lesen, über die Familie, und dann hören Sie, dass der gerade Vater von seiner Sekretärin, der ein Kind mit seiner Sekretärin hat, dann fällt das einem auf. Natürlich können Sie sagen, mein Gott, das passiert sowohl an der Uni wie auch überall. Ja? Aber wenn einer sich hinstellt und sagt, die Familie ist für mich das Wichtigste, und in dem Moment gerade dabei ist, mit einer anderen Frau ein Kind zu machen, und hat es gerade gemacht, dann fällt es einem auf. Und natürlich gibt es viele Menschen, die unsicher sind. Und es gibt bei den Grünen sicherlich nicht mehr Unsichere. Aber weil sie immer behaupten, sie sind die Gutmenschen an und für sich, also ich übertreibe jetzt, ja, ich übertreibe, dann fällt es einem auf, dass das so einfach nicht geht. Kommen wir nochmal auf Personen, die Ihnen begegnet sind. Jetzt Fischer oder Duschke waren ja in Ihrem Alter, das sind ja Weggenossen gewesen. Ja, aber Jorodi habe ich nicht so gekannt, ja. Aber als Sie jung waren, gab es Menschen, die aus der älteren Generation kamen, Lehrer, Professoren an der Uni, politische Führer, die Sie beeindruckt haben, wo Sie sich auch ein Vorbild genommen haben, oder? Ja, also ich muss sagen, Menschen, die mich beeindruckt haben, sind eher Intellektuelle, ja, die durch ihre intellektuelle Ausstrahlung, ja, einen großen Einfluss auf mich hatten, ja. Das kann ich nicht sagen, wie sie sich im Leben verhalten haben. Klar ist, also zum Beispiel kann ich sagen, so eine Frau wie Hannah Arendt hat mich sehr beeindruckt, ja. Das ist, ich finde, eine Frau, die eine Intellektuelle, eine Autonomie, eine Kraft hat, ob es das heißt nicht, dass man mit allem, was sie entwickelt hat, übereinstimmen muss oder nicht. Aber sie hat eine bestimmte Idee des Politischen entwickelt und dann sich überlegen, und wie konnte sie, und die war treu bis zum Ende und hat ihn geliebt an Heidegger. Dann sagen sie, ja, da gibt es im Leben anscheinend Dinge, die so einfach nicht zu erklären ist. Oder zwischen Intellektualität und Leben gibt es dann Sexualität, und die hat dann andere Regeln und andere Impulse. So, und das, glaube ich, ist, wenn Sie Menschen begegnen, ja, und die Verantwortung tragen, ist, und das kann für Joschka Fischer oder für mich oder für andere, ist interessant, gibt, wie groß sind die Widersprüche zwischen einem Lebensbewusstsein
was beinhalten politisches Bewusstsein und ein Lebensverhalten. Und das ist, glaube ich, oder eine Tradition. Joschka ist in einer sehr autoritären Familie aufgewachsen, dagegen hat er sich aufgelehnt, aber wie in dem Roman Korrekturen, sind am Ende die Korrekturen, wie man selber geworden ist, nicht so groß. Ich habe bei Ihnen mal in einem Interview gehört, bei Ihnen gab es sozusagen dieses Problem nicht, weil Ihre Eltern waren links, Ihr älterer Bruder war links, Sie mussten sich nicht... Ja, also erstmal sind meine Eltern gestorben, da war ich noch sehr jung. Also ich war 14, als mein Vater gestorben ist und 17, knapp 17, als meine Mutter gestorben ist. Ja? Deswegen ist die Auseinandersetzung... Aber stimmt, meine Mutter war eine sehr offene Frau und die war... sozial anerkannt, sie hatte eine unheimliche soziale Kompetenz. Noch heute treffe ich, sie hat als Wirtschaftsleiterin in einem Gymnasium, jüdischen Gymnasium in Paris, gelebt. Und noch heute treffe ich Leute, die mich auf meine Mutter ansprechen und sagen, was für eine tolle Frau sie war. Mein Vater war absoluter ein Rechtsanwalt, der eine unheimliche Kompetenz hat, war aber in seinem Lebensverhalten war er ja sehr unterschiedlich, ja. Aber der ist auch sehr krank, als ich klein war, doch sehr krank, sehr früh geworden und deswegen so so sind die Beziehungen anders. Mein älterer Bruder ist sehr wichtig für mich, der ist 9 Jahre älter, der war, er hat einen großen politischen Einfluss auf mich gehabt, ja, und er hat im Grunde genommen, er hat sich entwickelt und ich habe bestimmte Entwicklungen, musste ich nicht durchmachen, weil sie im Grunde genommen, hat er sie mir vermittelt, ja. Emotional eine sehr große Bindung, der hat aber sehr früh in Frankreich eingebettet, einen anderen Lebensweg eingegangen. Er hat sehr früh geheiratet und so weiter. So ein bisschen anders als ich, ja. Aber emotional ist es natürlich eine sehr für mich wichtige Person gewesen. Ich habe noch 2 Fragen. Die eine Frage ist, warum Führung so oft nicht funktioniert. Wir haben gerade eigentlich schon so Themen angesprochen, dass vielleicht Einstellungen und Verhalten auseinanderklafft oder Überzeugungen und Verhalten nicht zusammengeht. Was sind andere Dinge? Wie können Sie sich erklären, warum gerade in der Politik es so oft nicht funktioniert? Die politischen Führer, die Menschen einfach nicht... Politisch handelnde Persönlichkeiten haben oder sollten oder behaupten zu haben oder sollten haben eine ganz starke politische Einstellung. Politische Einstellung ist ja eingebettet in eine Lebensvorstellung, in einer Moral. Und ich glaube, dass wenn sie sich gesellschaftlich auseinandersetzen, ist es sehr oft gar nicht einfach. Und sie fordern im Grunde genommen von ihren Mitarbeitern etwas, was praktisch unmöglich ist. Es kann mehr oder weniger, nämlich, dass die Mitarbeiter sie beschützen, beruhigen, oder ihnen etwas geben, dass sie ihre Position und diese Auseinandersetzung besser meistern. Nur ist das sehr schwierig. Und weil aber auf der anderen Seite die Menschen, die um ein politisch Handeln sehr eng sind, gibt es 2 Möglichkeiten, also es gibt mehr als 2, aber 2 sind die sichtbarsten. Entweder fängt ein Mann eine Beziehung mit seiner Mitarbeiterin an, ja, das ist also die meisten Politiker, und nicht mal sehr viel, aber ich würde sagen die meisten, einige, ja, okay. Entweder haben sie mit einer Journalistin oder mit einer Mitarbeiterin, also Journalistin, die er oft sieht, ja, oder eine Mitarbeiterin, oder die fliegen raus. Die Mitarbeiter, nicht weil sie nicht wollten, ja, sondern weil das nicht klappt, ja, also dass das diese Enge emotional irgendwann
war, klappte das nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weil sich viele politisch Handelnde sich dessen nicht bewusst sind, ja? Dass sie dann im Grunde genommen schlechte Führungspersönlichkeiten sind. Mir persönlich geht natürlich auch im Kopf rum, warum bleiben manchmal Politiker so lange im Amt, obwohl die Bevölkerung oder die Mehrheit in der Bevölkerung eigentlich schon längst denkt, der oder die Person ist eh nicht mehr zu Hause. Das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, wie ich mich vorgenommen habe. Ich habe verschiedene so Erfahrungen gemacht. Ich habe ja neben meiner Tätigkeit jetzt als Politiker zum Beispiel, habe ich in der Schweiz den Literaturclub moderiert. Ja. Und es war ganz witzig. Es war ja eigentlich merkwürdig, warum die mich vorgeschlagen haben. Und als ich anfing, gab es in den Schweizer Medien eine Skepsis. Was ist das für eine Schnapsidee? Ja. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe eine ganz einfache Vorstellung gesagt, ich bin ein mehr oder weniger intelligenten, normalen Leser. Und ich konkurriere nicht mit den Literaturkritikern, ich konkurriere mit denen nicht, ja. Sondern ich versuche einen anderen Ansatz zu formulieren und die können es beschimpfen oder nicht, ja, weil es immer so vier, wir waren zu viert oder zu fünft im Studio und redeten über vier verschiedene Bücher. Jeder durfte ein Buch vorschlagen. Und als ich am Ende aufgehört habe, also 9 Jahre später, wo ich gesagt habe, Leute, das war ganz toll, aber irgendwann dreht sich im Kreis, ja, ich bin kein Literaturkritiker, ich habe das unheimlich gern gelernt, ich höre jetzt auf. Da haben die ganzen Medien gesagt, warum hört er auf? Ja, das ist doch ganz toll. Und die haben immer die Kritiker, die neuen nach mir, haben sie immer gemessen an mir, aber das waren alles viel bessere Literaturkritiker als ich. Und da habe ich mir vorgenommen, genau das ist es. Wenn du aufhörst, müssen alle sagen, warum hört er auf? Aber man muss es ja auch merken, den Zeitpunkt dann zu treffen. Nein, Sie müssen merken, den Zeitpunkt, wo Sie das Gefühl haben, sind Sie fast am höchsten. Ich habe die letzte Wahl in Frankreich, 16%, ja. Es war ein unheimlich erfolgreicher Wahlkampf. Ich bin als Fraktionsvorsitzender erfolgreich. Ich bin als Europapolitiker anerkannt, ja, und ich sage, das ist klar, ich könnte es noch 5 Jahre machen, aber wenn ich jetzt erstmal bin ich 20 Jahre Abgeordneter, das reicht. Also ich finde, die Begründung, warum sie aufhören oder warum man aufhört, ist nicht, weil man merkt, man ist over, sondern weil man merkt, irgendwann reicht es einem und mir reicht es und alle Leute, wenn ich jetzt 2014 aufhöre, werden sagen, schade, und sagen, das ist der richtige Zeitpunkt. Und dann mache ich einen Film über die Weltmeisterschaft in Brasilien und alle Leute lächeln und sagen, naja gut, das können wir verstehen. Gut, wenn ihr das ein schönes Schlusswort. Bitte sehr. Danke.